Hi Leute, herzlich willkommen zu FIFA 23. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten zu diesem Let's Play hier. Ich habe mir gedacht, wir schauen ein bisschen rein ins neue FIFA, auch wenn wir sonst ja eher beim Football Manager zu Hause sind. Schaue ich irgendwie trotzdem Jahr für Jahr rein. Ich habe das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen und habe mir gedacht, wir werden so ein bisschen in den Karrieremodus schauen. Da hat sich jetzt nicht sonderlich viel geändert im Vergleich zum letzten Jahr. Ein paar Kleinigkeiten sind anders, aber nichtsdestotrotz habe gestern ein, zwei Partien mal so gespielt. Auf dem Rasen macht es auf jeden Fall schon mal richtig Spaß. Und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal so ein bisschen in den Karrieremodus rein. Und ja, schreibt mir dann einfach mal in die Kommentare, wie lange wir das Ding dann weiterlaufen lassen sollen oder wie ihr sehen wollt. Auf jeden Fall habe ich mir was überlegt. Ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht den AFC Richmond nehmen. Und zwar bin ich Ted Lasso-Fan. Ich fand die Serie einfach ziemlich cool, muss ich sagen. Hat extrem viel Spaß gemacht, die zu schauen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, da die jetzt drin sind, möchte ich eventuell tatsächlich mal hier weitermachen mit dem AFC Richmond oder hier loslegen mit dem AFC Richmond, weil es halt einfach irgendwie eine ganz coole Geschichte ist. Schauen wir jetzt mal kurz, hier sehen wir eine der großen Änderungen. Neben einem eigenen Manager, den ihr erstellen könnt, kann man eben auch jetzt Manager auswählen. Man sieht sogar hier, dass da teilweise Manager aus Indien dabei sind, italienische auch. Die schauen alle echt aus, das ist, oder relativ, Inzaghi ist jetzt nicht so gut getroffen, finde ich. Okay, die sind alle jetzt nicht so super getroffen. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz nett, dass sie das gemacht haben. Schauen wir mal, gibt es Österreich auch? Tatsächlich. Okay, die sehen wirklich nicht gut aus. Aber spannend auf jeden Fall, dass sie es gemacht haben. Wir schauen in den Rest der Welt. Ich hoffe mal, dass da Ted Lasso ist. Da haben wir Ted Lasso. Wie gesagt, ich fand die Serie ziemlich cool. Dementsprechend schauen wir jetzt einfach mal mit ihm rein. Ich habe mir gedacht eben, dass wir den AFC Richmond nehmen werden. Das Team passt mir. Nur die Liga möchte ich ehrlich gesagt noch ändern. Da müssen wir jetzt mal auf Weitergehen. Ah, da können wir das Team tauschen. Wir gehen in die Premier League und ich werde Crystal Palace tauschen, habe ich mir gedacht. Denn die benutzen das gleiche Stadion. In der Serie AFC Richmond mit AFC Richmond ist quasi das nachempfunden worden. Haben auch die gleichen Vereinsfarben, deswegen passt das vielleicht am ehesten. So, was können wir einstellen? Spielschwierigkeit, Profi. Ist mir meist zu einfach, also ich bin teilweise auf Weltklasse oder Legende halt auch rauf, je nachdem. Ich würde jetzt einfach mal beginnen auf Profi und wenn wir in der Vorbereitung erkennen, dass der Schwierigkeitsgrad so einfach ist, dann machen wir, dann lassen wir das oder stellen wir das halt um. Halbzeitlänge gehen wir vielleicht auf 5 Minuten runter und das passt dann eh. Europapokal können wir aktiviert lassen, im ersten Jahr Transferfenster aktiviert, Nationalmannschaften habe ich keine Lust. Verhandlungswerte gehen wir auf streng, damit es ein bisschen schwieriger ist. Und wollen wir eine Finanzspritze haben zu Beginn? Ich finde das gar nicht so blöd. 1 Milliarde, ja, Alter. Es ist nämlich so, ich zeige es euch dann gleich, der AFC Richmond ist mit einigen Spielern ausgestattet worden, die es eben auch in der Serie gibt, aber nicht mit allen. Es sind dann viele weitere Spieler einfach so irgendwie dazu simuliert worden und deswegen habe ich mal gedacht, werden wir vielleicht die restlichen Spieler, die nicht in der Serie sind, dazu kaufen, dass wir da dann eine schlagkräftige Truppe in der Premier League zusammenbekommen. Ich würde sagen, weil Hollywood dahinter ist, fangen wir einfach mal mit 500 Millionen an. Nee. Ja, wobei, Premier League, wir werden es brauchen. Wir müssen es eh nicht ausgegeben, aber da können wir mal anfangen. Ist jetzt nicht sonderlich realistisch, aber hey, wir spielen mit Ted Lasso in der Premier League, also realistisch ist jetzt sowieso nichts. So. Ich bin schon mal sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich viel geändert hat. Hier seht ihr es gerade, mein erster Save. Ich habe wirklich gesagt, wirklich nicht viel gespielt. Da sehen wir, welche Turniere wir machen können für den Saisonstart. Das wäre natürlich das interessanteste Turnier, auch von den Namen her. Ich würde sagen, das nehmen wir auch, weil es eben das ist, wo am meisten Geld zu holen ist. Eventuell werden wir dann auch ein bisschen was simulieren. Ja, hier sehen wir den AFC Richmond. In der Mitte ist Roy Kent. Dann haben wir links, na, ich zeige es euch einfach gleich. So. Also aus der Serie kennen könnt ihr eventuell Jamie Tart, der so der Stürmerstar in der Serie ist, der dann auch zu Manchester City wechselt. Oh, ich wollte jetzt nicht zu sehr spoilern, verdammt. auf jeden Fall, ja, ist kein großer Spoiler, glaube ich. Dani Rojas, sehr interessanter, sehr, sehr sympathischer Spieler auf jeden Fall. Rechts Obisanya. Der ist unfassbar schnell
offensiv wie defensiv stark. Da können wir überlegen, ob man den rechts oder rechts im Mittelfeld oder rechts hinten spielen lassen. Roy Kent, der Kapitän, ist junge, knackige 40 Jahre, glaube ich. Ja, genau, das habe ich schon gesehen. Vom Tempo her ist jetzt also nicht mehr allzu viel zu erwarten von ihm, aber die restlichen Fähigkeiten sind richtig gut. Den Hughes, der hat jetzt keine große Rolle in der Serie. Bamba Catch, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. McAdoo, der ist auch sowas wie ein Führungsspieler in der Serie. Maas, den gibt es auch, der ist glaube ich Niederländer. Jo. Goodman gibt es nicht und den Torhüter gibt es noch. Das heißt, wir haben keinen Rechtsverteidiger, wir haben keinen Linksverteidiger. Und die restlichen Spieler hier, den gibt es auch noch. Cockburn ist natürlich ein super Name. Und man sieht, dass der Kader relativ klein ist. Das heißt, wir können uns eigentlich schon mal aufschreiben, was wir alles brauchen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Backups für so ziemlich alles. Zumindest einen Backup fürs zentrale Mittelfeld. Weil da haben wir nur den Montlore. Ich glaube, der ist Franzose, oder? In der Serie. Ja. Also, ich kann euch echt empfehlen, schaut euch die Serie an. Also, sie ist nicht nur lustig, sondern durchaus emotional. Ich habe sogar mit meiner Freundin geschaut, obwohl die Fußball nicht sonderlich leiden kann. Dementsprechend, das ist, glaube ich, ein ganz guter Gradmesser dafür, ob eine Serie gut ist oder nicht. Also rechts hinten und links hinten brauchen wir Stammspieler. Und Backups, würde ich sagen, brauchen wir einfach einmal für alles. Bis auf halt, ja, wenn wir dann nur einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler brauchen. So, wie schaut es denn hier aus? Was gibt es Neues? Es gibt die News hier. Da kann man reinschauen. Die neue Saison beginnen wir gegen Leeds. Dann können wir natürlich die Tabelle anschauen. Da haben wir jetzt die Tabelle des Freundschaftsspiels. Interessanterweise haben sie das anscheinend ein bisschen umgestellt. Oder ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Gruppe deutlich größer ist. Dann haben wir den Wochenterminplan. Schauen wir mal kurz rein. Achso, das ist der klassische Terminplan, den es eh schon im letzten Jahr auch gab. Den lasse ich eigentlich immer standardmäßig, beziehungsweise lasse ich halt machen. Da ist recht angenehm mit abwechselnd Training. Passt, glaube ich, halbwegs gut. So, wie schaut es mit den Zielen aus? Verpflichte über zwei Saisons. Okay, gut. Beende die Saison mit einem Gewinn von 325 Millionen. Ist auch ganz lustig. So, ich würde sagen, wir schauen mal kurz auf die, also das sind die Scouts selbst. Ich wollte auf die Scouting-Aufträge, das haben sie minimal umgestellt. So, der eine Scout ist nirgends, England, Frankreich, Italien. Ich würde sagen, dass wir den dann vielleicht noch den einen lassen wir flexibel. Das macht vielleicht mehr Sinn. So, Scouting-Aufträge, da streichen wir uns mal einiges raus. Dann versuchen wir einen Rechtsverteidiger zu holen, der temporeich ist und Stammspielerqualität hat. Ich glaube, finanziell habe ich echt komplett übertrieben mit der Summe, die ich hier ausgerufen habe. Bei unseren Investoren. So, temporeich Stammspieler auch links. Dann würde ich sagen, jede Position, maximales Alter vielleicht 25 und Stammspielerqualität. Ich glaube, dann kommen wir eigentlich ganz gut hin. Und ich muss die Taktik selbst auch noch umstellen. Jetzt merke ich es gerade, das fehlt mir noch. Und zwar hätte ich eigentlich ganz gerne eventuell mit dieser Mannschaft eine Fünferkette. Fünferketten selbst mag ich ja im Football Manager extrem gern. Im FIFA habe ich die noch nie so richtig zum Laufen gebracht. Und gerade deswegen ist es für mich jetzt so eine Herausforderung. Ich habe mir gedacht, weil Roy Kent nicht unbedingt der Schnellste ist, der Kapitän, packen wir ihn auf die 6, da hat er nicht ganz so viele Laufaufgaben. Obisanya ist halt unfassbar schnell mit seinem Tempo. Werden wir natürlich ein bisschen profitieren von seiner offensiven und defensiven Stärke. Bei Hughes haben wir jetzt halt das Problem, dass der Junge defensiv absolut unbrauchbar ist. Er kann halt auch nicht schießen. Passen kann er. Ich glaube, dass ich den umtrainieren werde zum zentralen Mittelfeldspieler. Dann haben wir den Bamba Catch, unfassbar schnell. Offensiv wie defensiv stark, das ist so ein klassischer Box-to-Box-Spieler, finde ich. Dann haben wir vorne eben Tart und Rojas. Maas, Goodman. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall jemanden neuen, statt diesem Goodman. Das heißt, ich brauche noch einen Stamm-Innenverteidiger auch noch. Da müssen wir dann vielleicht auch noch schauen. Papatunde. Winchester. Die sind eigentlich alle gar nicht so schlecht. Die haben schon ganz brauchbare Fähigkeiten auch. Den Dixon, den tausche ich mit dem Goodman. Ja, also theoretisch kannst du mit der Mannschaft so auch spielen, aber
würde ich mal sagen, dass es so vielleicht echt mehr Sinn macht. So, da müssen wir mal schauen, gibt es auf der Transferliste irgendjemanden aktuell? Mal hier durchschauen, der auf der Transferliste steht. Ich finde das nämlich immer so ein bisschen schade, es gibt kaum Leute auf der Transferliste. Zumindest die letzten Jahre war es so im Karrieremodus. So, wir sehen hier auch nichts wirklich Interessantes, muss man sagen. Schneiderlin, zentrales Mittelfeld. Er wäre eventuell so ein Roy Kent-Ersatz, oder was meint ihr? Vertrag läuft aus. Durchaus erfahrener Mann. Tu den mal dahin, weil, wie gesagt, als Roy Kent-Ersatz würde der vielleicht ganz gut passen. Dann haben wir links hier Dalbert. Oder Dalbert, weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht. Aber der wäre schon ganz interessant für links hinten. Weil er eben auch sehr viel Offensivpower hat. Und dann könnte man noch einen Ersatzkeeper brauchen. Scott Carlson habe ich immer ganz sympathisch gefunden. Oh, der hat schon schwache Werte mittlerweile. Darren Randolph, auch ein ganz cooler. Aber ich glaube, da werden wir eher ein bisschen Qualität holen. Generell ist auch die Überlegung, unser Stammtorhüter ist aktuell, hat eine Stärke von 76, glaube ich, war es. Das ist jetzt nicht, ups, nicht unbedingt viel. Wer ist denn auf der Leihliste? Ist da irgendwen? Gourmet. Charlie Webster sagt mir irgendwie auch nichts. So. So. Ne, da werden wir auf der Leihliste nichts finden. Dann nochmal. Gibt es freie Spieler? Das ist auch immer ganz lustig zu schauen. Also freie Spieler gibt es einige, so wie es aussieht, aber ich glaube mal nichts. Nichts auch nur irgendwie Interessantes. Wobei der da zum Schluss jetzt gar nicht so schlecht ausgesehen hat. Alexis Vega. Der ist ja sensationell. Den werden wir gleich mal scouten. Den müsste man halt zum Stürmer umtrainieren wahrscheinlich. Henry Martin. Oder Henry Martin. Der könnte auch ganz gut sein. Also hat man in diesem Jahr zum ersten Mal brauchbare Ablösefreie. Ich muss sagen, würde mich schon sehr reizen jetzt. Der ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Sind schon ein paar ganz brauchbare Spieler dabei im Mittelfeld. Da gehen wir auf die technischen Fähigkeiten. Ist ganz interessant. Laszlo Kleinheisler. Spannend. Marco Rojas. Luis Romo. Boah, schaut euch mal die Fähigkeiten an. Wieso sind da dieses Jahr so extrem gute Spieler? Ist da vielleicht eine Liga weggefallen? Schaut fast aus, es wäre die mexikanische weg. Kann das sein? Denn War Jason Denier, den würde ich gleich mal nehmen. Aber wenn die mexikanische weg ist, dann sind das halt alles Nationalspieler. Dann macht das Sinn, dass das so der Joachim Nilsson. Winston Reed, könnte man auch kennen. So, ein Tor. Mitchell Langerak. Frage ist, wie stark ist er? Der uns als Nummer 2 reicht. Nyland. Guillermo Ochoa oder Ochoa. Sensationeller und ja, sehr, sehr kultiger Torhüter hier aus Mexiko. Batschlik ist eigentlich auch nicht so uncool. Machen wir ganz runter schauen. Der ist eigentlich auch recht gut. Nicht schlecht. Also ich glaube, da werden wir schon was Gutes zusammenbekommen. Oh, was gibt's hier noch Schönes? Also die Scouts, die Transferzentrale, der Jugendstab. Natürlich ganz wichtig. Wir haben einen Jugendscout. Mit dem können wir jetzt mal ein Netzwerk aufbauen. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall in England unterwegs sind, oder? Machen wir 3 Monate und dann können wir ihn woanders hinschicken. Dass wir für unsere Jugendabteilung ein bisschen was finden. So, im Büro, wir sehen die Finanzen, das Budget ist sensationell. Aber das ist jetzt eh klar gewesen. Wie gesagt, ich nehme es jetzt bewusst nicht so ernst und haue deswegen massiv Budget rein, damit wir da jetzt einfach ein bisschen Spaß haben. So, wo ist denn der Kalender? Da ist der Kalender. Wann geht's denn los? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind es doch ein bisschen zu viele Spiele, also ich hätte es überspringen sollen. Das Gute ist, dass wir jetzt relativ lange noch Zeit haben, bis es losgeht. Deswegen würde ich sagen, dass wir momentan einfach durchtrainieren, oder?
könnten momentan echt fast ein bisschen durchtrainieren. Wir sollten jetzt nicht zu lange das vielleicht durchziehen, aber an und für sich nicht so blöd. So, jetzt gehe ich hier auf Training simulieren. Ach so, ich muss die Trainings am Anfang ja einmal spielen, damit wir brauchbare Note haben, glaube ich. Schauen wir mal rein. Trainingstag. Ja, da müssen wir die... Ich schaue jetzt einfach mal kurz rein, dass wir eine Übung spielen, damit wir da ein bisschen was, also ein bisschen eine brauchbare Note zusammenbekommen. Jetzt sollen wir lange Pässe spielen. War schon mal nicht so schlecht. So. Spielen tue ich übrigens, für diejenigen, die es nicht wissen, auf der PS5. Netze schauen sehr, sehr cool aus, muss man sagen. Oh, der ist zu weit. Na, wobei. Jetzt hätte ich ihn drüber gehoben. Okay, ich glaube, ich muss die Übung dann nochmal machen. Aber bei den Animationen sieht man auf jeden Fall, dass da ein bisschen was weitergegangen ist. Generell ist das ja das quasi letzte FIFA. Offiziell, dann wird es ja EA Sports FC heißen. Bin mal gespannt, was sich da sonst noch so ändern wird. Und die FIFA überlegt ja selbst, ein Konkurrenzprodukt rauszubringen. Bin mal sehr gespannt. Ich meine, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und dementsprechend schadet es bestimmt nicht. Aber wir haben B zusammenbekommen. Ich mache da schnell einen neuen Versuch. Oh, der war nicht so schlecht. Nein! Wie ich den vorbeimache. Ist ja auch unglaublich. So. Oh, das, also die Netzbewegung sieht schon deutlich schicker aus. Schon mal 70 Euro wert. Oh Gott, die Flanke war mies. Der war schön. So, ihr könnt natürlich auch Spielervorschläge für die einzelnen Positionen. Also ich sollte gleich schießen. Aha, okay. Für die einzelnen Positionen schicken. Hätte ich nichts dagegen. Jetzt habe ich eigentlich schon längst schießen gedrückt, aber jetzt nicht gemacht. Großartig. Gerne auch Stammspieler, wenn es sich irgendwo ergibt. Also ich könnte mir zum Beispiel in Tor so einen Jan Oblak oder sowas vorstellen. Das würde ich ganz cool finden. Ich glaube, im Stürmer brauchen wir nicht unbedingt. So, nächste Übung. Da muss man am Anfang halt mal durch. Okay, das ist eine klassische Fußübung, mit der man den Torwart überlisten soll. Und ich beginne schon mal grandios. Dafür hat das jetzt endlich mal geklappt. Humorlos. Also das kannst du auch als Elfmeter durchgehen lassen. Zu weit vorgelegt. Na großartig. Die Übung kann ich auf jeden Fall auch nochmal neu machen. Was ich mir überlegt habe, ich werde vielleicht noch ein extra Video dazu machen, ist, wir sind ja beim Football Manager schon bald in am Ende der beiden Saisons. Und zwar bei Ajax und bei LAFC. Und dass man bis der neue FM rauskommt. Und das ist ja eigentlich schon bald. Einfach hier jetzt ein bisschen FIFA macht. Und dann ja schon ein paar neue FM-Videos. Werde ich natürlich auch machen, aber dass wir vielleicht dann irgendwie so die Zeit hier unterbringen und ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Abwechslung am Kanal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von der Idee hält, aber ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Und ja, sorry, dass ich das da gerade durchmache. Ich lasse das dann, glaube ich, und mache das außerhalb des Takes, aber jetzt bin ich da schon drin. Was müssen wir da machen? Ah, Ball abschirmen. Achso, ich muss da rein dribbeln. Klingt so einfach. Aber ich glänze schon wieder durch Unfähigkeit. Ball wurde gar nicht verloren. Warte, wir mal schauen, dass wir da hinkommen. Na, großartig. Wie die FIFA wirklich gut können, wenn da zu Hause gerade sitzen und lachen. Animationen sehen jetzt aber echt ein bisschen besser aus. Also zumindest tut sich da einiges. Ich finde es halt schade, dass sie so Modi wie den Karrieremodus einfach nur so geringfügig verbessern.
Ich habe halt als Football-Manager-Spieler kaum Spaß dabei, weil mir dieser ganze Transfermodus so ein bisschen auf die Nerven geht. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass wir das jetzt hier in diesem Spielstand einfach auch gar nicht zu ernst nehmen, denn ja, wie gesagt, man hat halt einfach die Situation, dass man muss man mich gerade kurz konzentrieren, dass man halt Spieler trotzdem, auch wenn ich es jetzt schon auf streng gestellt habe, immer viel zu leicht bekommt. Und ja, das ist halt so einfach ein bisschen schade. Jetzt haben wir alles auf B, das ist ganz gut. Jetzt simuliere ich hier noch ein bisschen durch, beziehungsweise so, da kommt jetzt schon ein bisschen was rein. Möchte ich vorstellen, alles gut. Schließen wir alles mal. So. Arsenal ist daran interessiert, Dani Rojas zu kaufen. Das werden wir natürlich ablehnen. Dani Rojas kann nicht gekauft werden. AFC Richmond, Roy Kent, der Kapitän, begrüßt mich. Vielen Dank, lieber Roy. So. Fitness geht schon ein bisschen runter, aber im Moment geht es, glaube ich, noch. Wie schaut es jetzt aus mit den Spielern, die ich in der Transferzentrale gemeldet habe? Eventuell könnte man da den einen oder anderen vielleicht gleich anbieten oder anfragen. Also die Naya sehen wir, der hat Stärke 77. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich mir nicht entgehen lassen möchte. Rufen wir gleich mal an. Hier ist Tedler so. Weiß zwar nicht, ob es bei ihm dann für einen Stammspieler reicht. Rolle wichtig, ja, geben wir ihm halt mal 77, hat er Stärke. Ich habe gerade gedacht, das ist Miro Klose. So, Freigabesumme brauchen wir keine, will er auch keine. Mit Gehalt kann ich leben, das akzeptieren wir gleich. Adler ist begeistert. Irgendwie erinnert mich das wirklich gerade so ein bisschen an die Szenen aus der Serie, wo er dann irgendwo im Büro sitzt. Ah, nächste Animation. Sound habe ich übrigens abgedreht, damit ich keine Lizenzvereinbarungen verstoße. Also Sound ist schon an, aber keine Musik. Also immer Tedler, so wie er Jason Denier begrüßt. Ich finde das gerade richtig lustig als Tedler so Fan. Also ich hoffe, dass sich diese Sequenzen nicht zu schnell wiederholen. Aber gut. Ah, okay. Da sehen wir jetzt eine nette Transferanimation. Und der Transfer wird. Alter, war das laut. Transfer wird bewertet. Okay. So. Schnäppchen. Finanztipp. Schön. Also, sie sind zufrieden. Dann schauen wir mal weiter. Wir hätten. Ja, hier mal, wissen wir noch einiges nicht. Dalbert können wir, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, wobei. 1,7 Marktwert, der dürfte, glaube ich, gar nicht so gut sein. Der dürfte schon sehr gut sein. Da warten wir jetzt noch ein bisschen ab. Die Transferanimation finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, ganz nett. Jetzt nichts super Aufregendes, aber gut. Ah. Muss ich mal kurz was schauen. Ah, okay, es gibt ein Trainingszentrum, da kann man sich Grundsachen anschauen, Grundsteuerungen. Das mache ich jetzt mal gerade nicht, weil ich glaube, wir wollen da jetzt eher mal ein bisschen weiterkommen. Das ist übrigens noch die, jetzt habe ich mich verklickt. Ah ja, ich wollte den einen Spieler sowieso noch umtrainieren. Views war das. Entwicklungsplan, schauen wir, ob das so geht wie im letzten Jahr, aber es sieht so aus. Genau, wir ändern seine Position auf zentraler Mittelfeldspieler. Dauert 611 Wochen. Ich glaube, so lange werden wir nicht spielen. Jugendakademie, haben wir da schon irgendeinen? Ja, da haben wir schon zwei. Den Matt Wood, Daniel Mercado. Der könnte ganz interessant sein. Harrison Parkin. Der hat viel Potenzial und hat jetzt schon eine Stärke von 67. Dem werden wir gleich mal einen Profivertrag geben, zum Profi befördern. So, passt. Dann gehen wir weiter Training simulieren. Also jetzt geht die Fitness und das alles schon ganz schön runter. Ich glaube, ich musste ihnen noch zwischendurch freie Tage geben. Scouting-Abschlussbericht Albert ist leider zu schwach. Den können wir, glaube ich, gleich mal streichen.
Das wird nichts bringen. Schneiderlein, was hat der für eine Stärke? 74. Sage ich auch ganz ehrlich, das. Also mit unseren finanziellen Mitteln brauche ich keinen ablösefreien Schneiderlein verpflichten wahrscheinlich. Oh, Harrison Parkin. Gehen wir gleich mal ins Teammanagement und setzen den auf die Bank. Dadurch brauchen wir jetzt nur noch einen Ersatzstürmer quasi. Und jetzt muss ich das mit dem Training noch umstellen. Wo waren das? Also da. Es hängt immer so ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. Wochenterminplan. Wieso kann ich da gerade... Da sind die Terminplanregeln. So. Wir machen es abwechselnd. Dadurch geht dann die Moral und die Energie auch wieder ein bisschen rauf. Macht, glaube ich, Sinn. Trainingstag. Ruhetag. Können wir einstellen, wofür wir unterbrochen werden. Das passt. So, jede Menge Scouting-Berichte. Ja, schauen wir mal. Vega hat eine Stärke von 77, also den müssen wir gleich mal nehmen. Von der Wunschliste streichen, okay, das heißt, der ist eh schon drauf. Ihn können wir streichen. Luis Romo. Boah, also Mexikaner kannst du halt ohne Ende kaufen anscheinend. Können wir streichen. Joachim Nilsson ist, glaube ich, auch ein bisschen zu schlecht. Henry Martin. Könnte man auch nehmen, dadurch, dass er ablösefrei ist, aber da sage ich jetzt mal nein. So, Watschli. Der hat eine Stärke von 80. Ochoa auch. Nyland und Langerak dann zu schwach. Dann würde ich ehrlich gesagt trotzdem Watschli nehmen. Der ist ein paar Zentimeter größer und noch ein bisschen jünger. Aber die können wir jetzt natürlich hier nicht wieder gleich das Angebot machen, sondern das muss man in der Transferzentrale machen. Das finde ich auch immer. Ich finde die Idee mit der Transferzentrale zwar gut, aber es ist halt schon ein bisschen umständlich auch. So. Gleiche Animation wie vorher. Das heißt, es wiederholt sich schon jetzt. Rotation. Schauen wir mal, ob das durchgeht. Passt. Dann gehen wir auch an 3-Jahres-Vertrag. Wir werden jetzt eh nicht so ewig spielen. Freigabesumme übergehen wir. Den müssen wir dann halt umschulen zum Stürmer. Dann wären wir mit den Stürmern eigentlich vom Einkaufsprogramm her, wenn man das junge Talent dazu nimmt. Eigentlich schon fertig. Hier wieder gleiche Animation. Das finde ich halt jetzt schon mal schade. Weil dadurch kriegst du halt nicht so unbedingt die Lust, dir diese Animationen gut anzuschauen. Dadurch, dass es ein ablösefreier Transfer ist, wieder sehr, sehr gute Noten. So, den streichen wir. Den Romo werde ich nehmen auch. Luis Romo. Dann haben wir halt Mexikaner. Das passt ja eh nicht so schlecht, finde ich. So, da sind wir jetzt wenigstens in einem Restaurant. Luis Romos Blick habt ihr gesehen. Das ist der Typ. Den kenne ich doch aus dem Fernsehen. 75 Stärke, Rotation. Na, passt eigentlich eh. Wird dann Backup sein. 4 Jahre sind wir auch recht. Eigentlich muss man so mal übergehen. Ich finde es cool, dass David Luiz der Spieleragent ist. Das muss ich sagen. Ist auch ganz cool gemacht. Also, hat was. Wieder gleiche Animation. Also vielleicht wäre sie anders weitergegangen. Sollte man vielleicht mal reinschauen wieder. Der ist auch eine A. Ich schätze mal, dass die alle A sind, weil sie kostenlos sind. So, den Nilsson werden wir, glaube ich, auch von der Liste streichen. Dann nehmen wir noch den Watschlik. Schlüsselspieler. Passt mir ehrlich gesagt, weil er ist stärker als die derzeitige Nummer 1. Nehmen ihn für 2 Jahre. Oh shit. Gehaltsempfehlung, okay, haben wir zum Glück eine. Zum Glück haben wir gescoutet. 80.000 werden empfohlen. Einstiegsbonus kriegt er nochmal 200. Ich habe keine Ahnung, ob ich da nahe dran liege oder weit daneben, aber Geld spielt ja zum Glück gerade hier keine Rolle. AFC Richmond hat nämlich Investoren bekommen, so quasi. Und das ist mal eine andere Animation. Jamie Tartt begrüßt ihn, sehr cool.
Roy Kent wieder und Jamie Tartt. Ist das lustig? Also ich habe meine Freude. So. Vielleicht ist das mit den Transferbenotungen. Es wäre halt cool, wenn es irgendwie dann so in deine Top-Sicherheit oder so einfließt. Dann würde ich das eigentlich ganz cool finden. So, jetzt haben wir ordentlich eingekauft. Jetzt werden wir die nochmal kurz ins Teammanagement tun. Also O'Brien, auch ein 75er Torhüter, gar nicht so schlecht eigentlich. Dinaye, ich glaube, so spricht man eigentlich aus, nicht Dinaye. Papatunde ist guter Innenverteidiger. Schauen wir nur kurz aufs Tempo. Also McAdoo ist relativ langsam, deswegen würde ich ihn hier hinpacken. Und Dinaye und Maas eher auf den Außen. Dann haben wir noch den Vega. Oh, Cockburn muss ich halt eigentlich auch behalten, deswegen werde ich sonst eher den jungen Park hin untertun. Der wird auf jeden Fall genug spielen, aber im Moment mal noch nicht. Dann nehmen wir den Romo noch mit. Ja, den Kukoc oder wie auch immer der heißt, den könnte man umschulen zum Rechtsverteidiger, aber ich würde auch sagen, dass wir den vielleicht dann verkaufen werden. Ich möchte generell vielleicht die Leute verkaufen, die hier kein Bild haben, die es eben nicht wirklich gibt. Ich meine, es gibt niemanden von den Schauspielern hier wirklich. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt schaue ich zu guter Letzt noch rein auf die Positionen. Weil ich gerade da noch gesehen habe, den Obisanya Entwicklungsplan. Da sollte man schauen, dass der die Rechtsverteidigerposition einstudiert. Auch da 85 Wochen und das, obwohl das seine zweite Position ist. Das finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. So, den setzen wir auf die Transferliste. Den Tanaka Roberts auch. Aber sie haben da generell, ich meine, in der Serie ist das ja auch ein Premier League Team. Dementsprechend haben sie da auch ganz gute Spieler genommen. Bei denen läuft überall der Vertrag aus, so wie es aussieht. Tom O'Brien, den werde ich dann auch jetzt hergeben. Reynolds, Winchester. Den Joe Reynolds, den werde ich glaube ich auch verkaufen. Das ist schon relativ alt. Dixon, Ash Dixon, Rechtsverteidiger. Auch nicht so schlecht. Bumbercatch ist auch so ein geiler Name. Aber kommt der in der Serie vor? Wisst ihr das? Bin mir echt nicht sicher. So. Wir können jetzt mal schauen, welche Scouting-Berichte so reingekommen sind. Transfers, Scout-Berichte, Nelson Semedo, Serginho Dest und Hamari Traoré. Der ist mir ehrlich gesagt zu alt. Nelson Semedo schon ein bisschen jünger, Serginho Dest war ich ehrlich gesagt jetzt bei unserem Barca-Safe im Football Manager kein großer Fan. Der ist gerade verliehen, dementsprechend können wir ihn eh nicht holen. Nelson Semedo, Vertrag läuft aus, super schnell auf jeden Fall. Den werden wir uns gleich mal anschauen, würde ich sagen. Linker Verteidiger, Malassia, gerade erst zu Manchester United gewechselt. Ganz interessant. Kieran Tierney natürlich spannend. Kontaktiert von Barca gerade. Marusic auch ein bisschen zu alt. Birger Belling, den schauen wir uns auch an. Der ist ganz interessant. So, weitere Berichte haben wir noch hier. Jede Position Stammspieler, weil wir brauchen ja doch einiges. Julian Alvarez wäre natürlich ganz interessantes Sturmtalent. So. Aber Stürmer haben wir jetzt genug. Mittelfeld müssen wir noch schauen. Da brauchen wir zumindest noch einen. Wäre halt schon cool, so wie hier, wenn wir jemanden hätten, der offensiv und defensiv stark ist. Gerson zum Beispiel gefällt mir gut. Den scouten wir mal. Scott McTominay, was ist da los? Defensive. Haben wir ja schon gesehen. Da wären noch Innenverteidiger Cesar Montes. Nein. Könnt ihr euch erinnern? Den hatten wir bei unserem Nizza-Safe und das war der Abwehrchef schlechthin, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Den muss ich sofort nehmen. Sensationeller Innenverteidiger und ich finde es extrem cool, dass wir da einen Spieler aus unserem Football-Manager-Safe hatten. Schau mal, ob der auf die Rotation eingeht, aber ich glaube nicht. Der will wichtig, okay. Der ist not impressed, der Spielerberater. Die Freigabesumme übergehen wir. Oh, Gehalt. Ich habe ja keine Ahnung.
Vorhin hatten wir 80.000, also probiere ich bei ihm 100. Und 200.000 Einstiegsbonus. Faires Angebot. Wenn ich euch einfach bei beiden komplett überbezahlt. Aber ganz cool. So. Das heißt also für euch, kleine Notiz, wenn ihr beginnt und nicht viel Geld habt, schaut euch die ablösefreien Spieler an. Das ist dieses Jahr anscheinend wirklich irre. 14 Millionen Marktwert. Vielen, vielen Dank. Ben Godfrey, auch ein ganz cooler. So, jetzt schauen wir auch hier nochmal ins Teammanagement, weil da muss ich jetzt echt sagen, was haben wir den Aie versprochen? Haben wir dem Rotationsspieler versprochen oder Stammspieler? Ein Montes. Das ist schon ein recht starker McAdoo sowieso auch. Wie alt ist Mars? 28, die Nähe auch, gell? 27 sogar. Ja, das setze ich trotzdem. Bei Montes 25. Dann machen wir mal so. Sieht ja nicht so schlecht aus, finde ich. Hätte irgendwie schon gerne das erste Spiel heute gemacht, aber es dauert halt echt noch relativ lang, bis wir da hinkommen. So. Ein bisschen machen wir in dem Part noch. Newcastle ist interessiert, Richard Montleur zu verpflichten. Brauchen tun wir ihn eigentlich nicht. Aber ich lehne jetzt trotzdem mal ab, ich möchte die Charaktere aus den Serien echt noch ein bisschen behalten. Kann dir keine Spielzeit geben. Dementsprechend musst du gehen. So, Fitness ist schon ein bisschen raufgegangen. Ja, war mal ein bisschen angenehmer. So, Angebot für den Spieler, den wir auf die Transferliste gesetzt haben. 5,4 und Kevin? Rechtsverteidiger. Das habe ich jetzt angenommen. Boah, nee, okay, das muss ich dann noch ablehnen. Der hilft uns ja gar nicht. Aber auf jeden Fall nett, dass sie einen Tausch vorschlagen. O'Brien zu Ajax. Unser Torhüter Nummer 3. Das können wir, denke ich, auch machen. Wir sind jetzt vom Training her nicht sonderlich effektiv unterwegs. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal den Cut. Dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Part wieder. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Ja, dass wir da dann weitermachen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare und Inputs. Ich weiß noch nicht genau, wie oft ich jetzt wirklich hochlade. Kommt darauf an, wie gut ich mit dem FM vorankomme. Aber habe auf jeden Fall vor, dass ich das jetzt eine Zeit lang hier mache, wenn es denn gut ankommt bei euch. Also vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Bis bald. Danke. Ciao.